Irland. Im Tor haben wir Merle Fromms für Almut Schuld, die Zwillingsmama. Dann eine kompakte Viererkette. Melanie Leupold soll die Akzente im Mittelfeld zusammen mit Marojan und Magul setzen. Und dann vorne Schüller, Pop, Hut, drei ganz gefährliche Spitzen, die vielleicht das ein oder andere Tor für die deutsche Mannschaft erzielen können. Also eine 4-3-3-Formation, das ist die Idee von Martina Voss-Tecklenburg. Ja, Respekt, Wertschätzung, aber keine Angst, hat die junge deutsche Mannschaft, die wir hier sehen. Und fokussiert auf dieses sportliche Ziel, EM-Endrunde. Wir sehen jetzt die Platzwahl. Will die deutsche Mannschaft heute mit viel Spielfreude sich die Tabellenführung zurückholen. Platzwahl durch die Schiedsrichterin Monika Mularczyk aus Polen, 40 Jahre alt, eine ganz erfahrene FIFA-Schiedsrichterin. Und das Team aus Irland, auch in einer 4-3-3-Formation. Alles unbekannte Namen, aber es kommen drei Spielerinnen aus der Bundesliga, respektive aus der zweiten Liga. Und eine beginnt mit der 7, das ist Dan Caldwell auf dem rechten Posten in der Viererkette bei Irland. So, wir freuen uns auf dieses Spiel. Es ist das Spitzenspiel der Gruppe I. Und da haben wir sie mit der 7. Das ist Diane Caldwell vom SC Sand, 31 Jahre alt. Schon viele, viele Jahre im Team von Irland. Und der Fußball in Irland, der hat sich wirklich prächtig entwickelt in den letzten Jahren. Viele Spielerinnen im Ausland unter Vertrag. Martina Voss-Tecklenburg hat die deutsche Mannschaft gewarnt. Das wird ein schweres Stück Arbeit heute. Und wir alle sind natürlich gespannt, wie das gleich aussehen wird. Jetzt das Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft live im ZDF genießen. Präsentiert von Bitburger. Ja, und wir kommen gerade richtig noch Sekunden vor dem Anpfiff. Ein klares Statement gegen Rassismus. Egal. In der ganzen Welt von den beiden Mannschaften hier gezeigt. Ein klares Statement, eine klare Geste, ein klares Bekenntnis gegen Rassismus in der Welt. Und davon gibt es ja leider im Moment genug. So, der Anstoß von links nach rechts werden wir also Irland erleben. Trainiert wird die Mannschaft von einer ganz bekannten Trainerin, Vera Pauw. Der Holländerin, früher eine ganz erfahrene Spielerin, 89 Länderspiele für Holland. Und im letzten Jahr hat sie das Traineramt übernommen in Irland. Schön zu erkennen in dieser Einstellung. Also die stellen sich nicht hinten rein. Die versuchen auch ein frühes Anlaufen Richtung Ball, um das Aufbauspiel der deutschen Mannschaft ein bisschen zu erschweren. Gute Raumaufteilung, wunderbar gespielt. Auf den linken Flügel, auf Gwynn. Also genau so hat sich Martina Voss-Tecklenburg das vorgestellt. Hier sehen wir allerdings kurz die Trainerin aus Irland, Vera Pauw, und Martina Voss-Tecklenburg, die Wunschlösung des DFB für den Trainerposten damals, als es nicht mehr weiterging mit Steffi Jones. Und die kennen sich natürlich aus vielen, vielen Begegnungen. Als Spielerin oder auch als Trainer. Guter Ball in die Spitze. Auf Lea Schüler. Magul. Melanie Leupolds. Ja, einen Namen werden Sie sicherlich vermissen, wenn Sie sich
für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft interessieren, die Spiele verfolgen. Sarah Debritz ist im Kader, ist dabei heute. Diese bittere Verletzung, die sie sich zuzog im letzten Jahr beim Spiel von Paris Saint-Germain in Montpellier, ein Kreuzbandriss, 8 Monate Pause. Aber sie fühlt sich fit, sie ist belastbar und ich denke mir, sie wird heute bestimmt die eine oder andere Minute bekommen. Deutsche Mannschaft wieder im Vorwärtsgang. Kompakte Abwehr hinten von Irland, die sich dann schnell zurückziehen in der Viererkette. Aber gutes Nachsetzen der deutschen Mannschaft gleich in den ersten Minuten. Ganz interessant, was Martina Voss-Tecklenburg uns heute noch erzählte, kurz vor dem Match, wie sie die Mannschaft vorbereitet hatte. Auch monatelang hat man die Spielerin nicht gesehen. Man hat Trainingspläne an die Vereinstrainer weitergegeben, hat über Videoschalten sich informiert, hat viel telefoniert und auch das ein oder andere Spiel besucht, was man sehen konnte. Oder sich einfach auch im Fernsehen schlau gemacht, gerade die Auftritte des VfL Wolfsburg oder Bayern München in der Champions League. Ähnlich wie beim Männerfußball in den Stadien, wo es keine Zuschauer gibt. Immer wieder interessant, die einzelnen Kommandos zu hören. Drüben Vera Pau, dann links Martina Voss-Tecklenburg, die beiden Trainerinnen, die Cheftrainerin und auch die Spielerin, die da sich untereinander immer wieder kommunizierend die Bälle in die Spitze geben. Svenja Wuth drüben auf dem rechten Flügel und erster Eckball für die deutsche Mannschaft. Ja, ein Blick in das Stadion hier, das Stadion Essen, früher das Stadion an der Hafenstraße oder das Georg-Melche-Stadion. Sarah Debritz sehen wir da. Viel, viel Tradition hier in Essen, das Ruhrgebiet, wo man den Fußball richtig riecht und spürt. Rot-Weiß Essen. Die glorreichen Jahre 53 und 55 mit Pokal und Meisterschaft. Irland über die linke Seite, gut geklärt von Julia Gwynn. Ja, hier steckt wirklich Tradition in diesem Stadion. Helmut Rahn, der Boss, wir erinnern uns. Er war hier zu Hause, hier erzielte er seine wichtigen Tore bei der deutschen Meisterschaft und auch im Pokal für RWE, für Essen damals. Erster Eckball jetzt Irland. Drüben von der linken Seite, letzten Kommandos im 16-Meter-Raum. Katie McCabe, Kapitän der Mannschaft, wird das jetzt für Irland besorgen. Doch für Verlängerung gerade von Caldwell. So, Ballbesitz Deutschland und jetzt das schnelle Umschaltspiel. So hat sich Martina Voss-Tecklenburg das vorgestellt. Aber schnell die Irin wieder hinter dem Ball. Gut. Die 29-jährige Wolfsburgerin gerade gesehen. Marojan jetzt mit dem zweiten Eckball für die deutsche Mannschaft. Die Champions League-Gewinnerin. Gut vorgetragen und 1:0. 1:0 für die deutsche Mannschaft.
Und das Tor erzielt Marina Hegering. Unsere Stärke, das sind die Standardsituationen, die Freistöße, die Eckbälle. Da haben wir viel gearbeitet im Training. Da läuft sie dem Ball entgegen, die Münchnerin Marina Hegering. Die 30-Jährige im 12. Länderspiel mit ihrem zweiten Tor. Klasse gemacht, keine Chance für Marie Horian vom SC Braga im Tor von Irland. Ja, das ist natürlich genau das, was sich die deutsche Mannschaft gewünscht hat. Nach knapp 8 Minuten diese Führung durch Marina Hegering. Jetzt muss Irland ein bisschen öffnen, muss diesen defensiven Grundgedanken, diese Massierung vor und im 16-Meter-Raum jetzt aufgeben. Aber solche leichtfertigen Ballverluste sollte es da nicht geben. Da ist Vera Pau. War professionelle Spielerin im Ausland in Modena in den 80er Jahren. Trainerin in Schottland, Holland, Russland, Südafrika. Auch mal in den USA bei Houston Dash. Sie ist eine Weltenbummlerin, aber sie kann diesen einzelnen Mannschaften immer wieder tolle Dinge vermitteln. Jetzt dieser Eckball. Die Schiedsrichterin Monika Mularczyk aus Polen steht gut. Keine Beschwerden da. Alles in Ordnung. Abstoß Deutschland über Merle Franz. Leupolz im Mittelfeld. Sie soll über die rechte Seite immer wieder Marujan und über links Magul mitnehmen. Und dann vorne viel Bewegung in dieser offensiven Dreierkette mit Schüler, Pop und Hu, die auch rochieren sollen, immer wieder diese Viererkette in Bewegung bringen sollen. Das machen die ganz gut bisher. Julia Gwin, die so ein fantastisches Turnier im letzten Jahr gespielt hat bei der Weltmeisterschaft vom FC Bayern. Schnell, torgefährlich, Allrounderin, kann da nicht überall spielen. Aber ihre Stärke sicherlich, ihr Laufvermögen, ihre Schnelligkeit auf den ersten Metern dann über diese rechte Seite der deutschen Mannschaft. Julia Gwin. Oberdorf mit Hegering. Taktisches Ziel, immer wieder diese Diagonalbälle spielen, auf die Schnittstellen dann der Viererkette. Oder auch, wenn man nah genug am 16-Meter-Raum ist, die Chipbälle hinter die Kette bringen. Und dann einen Torabschluss suchen. Schönes Doppelpassspiel, gut gemacht. Und dann der Abschluss von Lea Schüler. Klasse gespielt, schnell, direkt, kurz auf engstem Raum. Und der Abschluss von Lea Schüler vom FC Bayern. Hätte sie vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Hier noch einmal wunderbar vorbereitet. Magul dann mit dem Auge, mit dem kurzen Pass. Und Lea Schüler. Foulspiel Magul. Klare Sicht für die Schiedsrichterin, für Monika Mularczyk. Ja, festgehalten
Da gibt es keine zwei Meinungen. Megan Connolly war das. Und jetzt stehen sie da. Marojan Magul. Eine große, große Stärke. Das hatten wir schon gesehen beim 1:0. Die Standardsituation der deutschen Mannschaft. Selber haben wir noch nie ein Tor kassiert in der EM-Qualifikation aus einem Standard des Gegners. Und gucken wir mal hin, was die beiden sich da ausgedacht haben. Marojan und dann doch der Schuss von Alex Popp. Ja, sehr gut gemacht. Genau das wollen wir sehen. So hat es Martina Voss-Tecklenburg skizziert. Ein hohes Angriffspressing. Irland-Spieleröffnung erschweren. Möglichst auf der linken Seite soll das passieren, denn hier hat man Schwächen. Hat Irland ausgemacht. Im Mittelfeld guten Zugriff haben. Auch das funktioniert in diesen ersten 13, 14 Minuten. Und die Bälle dann auf die Flügelposition bringen. Gewinn. Oberdorf. Marojan. Sehr gute Reime, auch Raumaufteilung und dann der schnelle Pass wieder in die Spitze. Oh, und knapp verpasst von Alex Popp. Oberdorf, Marojan. Leupolz, die viele Bälle will, die viele Bälle fordert. Das ist die Schaltzentrale heute in der deutschen Mannschaft. Oberdorf. Immer wieder die Ballverlagerung. Ja, man legt sich den Gegner richtig zurecht. Und dann die Schnittstellen richtig treffen. Jetzt der Chipball in die Spitze. Ah, sehr gut gespielt. Genau die taktische Idee der Trainerin umgesetzt. Die deutsche Mannschaft hat einen guten Start erwischt nach knapp 15 Minuten hier in Essen und führt im Topspiel, im Spitzenspiel dieser Gruppe I die EM-Qualifikation mit 1:0 nach dem Treffer von Hegering. Mit 24 Spielerinnen ist Martina Voss-Tecklenburg in diesen Lehrgang gegangen, in die Spielvorbereitung auf das Match gegen Irland. Und dann gab es diese bittere Verletzung von Turit Knack. Mitte der Woche Schlüsselbeinbruch. Da waren es nur noch 23. Und natürlich vermissen wir auch Spielerinnen wie Bühl, Dorsun, Petermann und natürlich die Zwillingsmama Almut Schult, die aber schon wieder im Aufbautraining, im Mannschaftstraining mit dabei ist. Aber Merle Fromms ist natürlich eine exzellente Vertreterin für Almut Schult. Marina Hegering. Ihr Treffer. Wunderschöner Kopfball. Da läuft sie hinein in den Ball. Nach einer kurzen Körpertäuschung löst sich dann von der Spielerin, die sie da markiert mit der 4. Das ist Louis Quinn gewesen. Und dann die Führung für die deutsche Mannschaft. Alle Spielerinnen haben sich richtig gefreut, sich endlich mal wiederzusehen hier. Die Trainingseinheiten waren klasse. Viel Spielfreude, viel Einsatz, so Martina Voss-Tecklenburg. Und ich hoffe, dass wir das hier umsetzen können. Und bisher sieht das prima aus. Führung für Deutschland. Schön durchgelassen.
und weiter gespielt Richtung Lea Schüler. Nächster Eckball für die deutsche Mannschaft. Dritte Ecke. Ah, den bekommt sie nicht mehr. Die Mary Horian aus Braga. Eckball Deutschland. Ball erst mal raus aus dem 16-Meter-Raum. Vor allem die beiden Außenverteidigerinnen stehen beide sehr, sehr hoch. Also natürlich immer ein gewisses Gefahrenpotenzial, wenn der Gegner sich den Ball erobert und schnell umschaltet. Auch wenn der Ball daneben geht, trotzdem immer wieder zu erkennen, die Ideen von Melanie Leupolz, die Bälle über die Flügelposition zu spielen, so diese Viererkette ein bisschen mehr zu beschäftigen, mehr in Bewegung zu bringen, um dann mit diesen überraschenden Bällen auf die Schnittstellen oder die Chipbälle hinter die Kette erfolgreich zu sein. Leupolz mit Magul. Schön direkt weitergespielt. Hut auf den rechten Flügel. Und jetzt versuchen sie es wieder über die linke Seite. Ah, verspringt der Ball ein bisschen. Bei Julia gewinnen. Ja, das sind dann doch etwa 10 Meter zu viel. Hat sie natürlich schnell gesehen und wollte sie schnell ausnutzen, diesen Einwurf. Aber die Schiedsrichterin Monika Mulacik hat das sofort erkannt. 40 Jahre alt, erste polnische Schiedsrichterin, die 2017 bei der EM in den Niederlanden für Polen pfiff, international. Damals Gruppenspiel in Utrecht, Deutschland, Russland, das 2:0. Da war sie diejenige, die ein gutes Spiel am Ende geleitet hatte. Langer Ball jetzt. Aber Merle Frohms passt auf. Keine Chance für Leanne Kiernan, dann Leder zu kommen. Oberdorf. Oberdorf und Hegering, die beiden Innenverteidigerinnen, auch sie schalten sich weit, weit mit ein ins Aufbauspiel der deutschen Mannschaft. Kopfball von Gwynn Richtung Alex Popp. Haben wir die Wolfsburgerin gerade gesehen, ja, wieder hat es nicht geklappt mit dem Finale in der Champions League. Das war bitter, das war natürlich eine Riesenenttäuschung. Aber hier holt sie sich den Ball nochmal. Spielt dann Caldwell an und so gibt es die nächste Ecke für die deutsche Mannschaft. Lena Oberdorf ist 18 Jahre alt, aber unglaublich groß gewachsen. Gut beim Kopfballspiel. Warum denn nicht? Jennifer Marojan. Heute im 99. Länderspiel in Montenegro, dann wird sie ihr 100. feiern. Im Club der 100er. Seit Jahren Dreh- und Angelpunkt in der Offensive in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Technisch eine Augenweide. Manchmal geht sie ein bisschen lethargisch, sag ich mal, mit den Torchancen um, die sie sich selber erarbeitet, dank ihrer Feintechnik. Viel Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Irland läuft den Ball ständig hinterher. Guter Ball auf den linken Flügel. Auf Gwynn. Marojan. Schönes direktes Spiel in die Spitze. Und Marojan.
Aber das sieht richtig gut aus. Richtig guter, durchdachter Fußball, gut strukturiert. Und dann, wenn es schnell gehen muss, dann kommen diese kurzen, schnellen Pässe. Und dann hinein in die Spitze Magul und Marojan. Schwierig die Position, aber trotzdem mit diesem Abschluss. Rutschte der Ball ein bisschen über den Schlappen, wie die Fußballer sagen. Marojan, Oberdorf. Und sie kann dort drüben stehen bleiben. Jennifer Marojan, nächster Eckball für die deutsche Mannschaft. Also die Überlegenheit ist schon deutlich zu erkennen in diesen letzten Minuten. Eckball kommt weit rein und guter Kopfball. Guter Kopfball von Alex Popp. Schraubt sich da hoch auf den langen Pfosten. Dieser Ball von Marojan und bringt sie den Körper nicht ganz hinter den Ball, aber gut gemacht. Nächste große Chance für die deutsche Mannschaft, die immer ballsicherer wird. Kaum Fehlpässe. Und das war ja mal ein Problem in den letzten Jahren in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Der Ball wandert wunderbar. Magul mit Gwin. Tempo-Dribbling Richtung Strafraum. Das will ich von meinen Spielerinnen heute sehen. Der Mut, mal ins 1 gegen 1 zu gehen, eine Spielerin zu binden. Gwin. Viel Bewegung. Gwin. Aber die stehen natürlich gut da hinten, diese Viererkette von Irland. Pop, wieder Magul, viel Bewegung, viele Positionswechsel. Pop mit Marojan. Und jetzt dieser lange, hohe Diagonalball. Und Schwierigkeiten dort für die Torhüterin. Die deutsche Mannschaft setzt nach, will auch den ersten zweiten Ball erobern. Und gut abgelaufen. Prima gemacht von Melly Lopez. Und Vera Pau, das konnten wir gerade ein bisschen hören über unsere Außenmikrofone. Die macht sich da jetzt schon bemerkbar. Mit verschränkten Armen am Spielfeldrand. Ist nicht zufrieden. Da haben wir sie. Mit ihrer Mannschaft, die sich doch zu weit zurückdrängen lässt. Kaum Entlastungsangriffe. Leupolz. Magul jetzt auf der rechten Seite. Und immer wieder der Ball dann hinein in die Box. Und da lauern natürlich hoffentlich dann die kopfballstarken deutschen Spielerinnen. Hier nochmal diese Szene, glänzend gehalten von Horian. Und dann setzt die deutsche Mannschaft nach. Gibt da keinen Ball verloren. Ja, und da ist schon Bewegung zu erkennen. Vera Pau, die nicht zufrieden ist. Auch mit der tiefen Staffelung ihrer Mannschaft. Zu viel Platz, zu viel Raum zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Und so kann die deutsche Mannschaft gut kombinieren. Und dann gibt es jetzt die Beschwerden nach dem Foulspiel einer Spielerin aus Irland. Hat sie sofort angezeigt, die polnische Schiedsrichterin. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit gewesen, hier zu kontern für den Tabellenführer von der Insel Irland.
Oberdorf kann sich so weit mit einschalten, weil es gibt nur eine einzige Spielerin, die jetzt gesucht wird, die drüben am Mittelkreis steht. Das ist Rihanna Jarrett, die auf die Entlastungsbälle wartet aus der Viererkette. Oberdorf gefällt mir ausgezeichnet. Interpretiert ihre Rolle fantastisch als Innenverteidigerin, die sich mit einschaltet. Da lässt sich immer eine Mittelfeldspielerin zurückfallen. Marojan. Leupolz. Duell zwischen Hendrich und Kernen. Katrin Hendrich, die Wolfsburgerin, seit 6 Jahren im Nationalteam, Frankfurt Champions League Gewinnerin, dann zu den Bayern gewechselt. Wolfsburg jetzt zweikampfstarke Spielerin, die mit ankurbeln soll, das Angriffsspiel der deutschen Mannschaft über die rechte Seite. Alex Popp. Marojan könnte mal ins 1 gegen 1 gehen. Leupolz. Sie gefällt mir gut, organisiert, viele Ideen. Sicheres Passspiel dort im Mittelfeld. Guter Ball hinein in den Strafraum. Und fast die Möglichkeit zum Torabschluss. Julia Gwynn. 21 Jahre erst alt. 19. Länderspiel heute. Da stand sie gut und schlägt dann doch über den Ball. Ja, und auch dort gibt es schon Bewegung. Dort drüben auf der Tribüne. Tolles Fußballwetter übrigens hier in Essen. 25 Grad. Kein Wölkchen zu sehen. Oberdorf weit zurückgeeilt. Gut gemacht. Sofort weiter auf Egering. Das Laufduell gegen Jarrett gewonnen. Sehr beweglich, sehr modern, wie die deutsche Mannschaft hinten in der Viererkette das Ganze interpretiert. Gwynn wird nicht angegriffen. Und dann versuchen sie es immer wieder mit diesem kurzen gesteckten Ball in Richtung der Schnittstellen der Viererkette von Irland. Verletzung jetzt drüben von Julia Gwynn. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Alle WM-Einsätze absolvierte sie im letzten Jahr bei der WM in Frankreich. Gehört zu den großen Talenten im deutschen Fußball, im Frauenfußball. Was passiert da drüben? Da rechts. Die Kamera schwenkt schon rüber, aber da rechts verletzt sie sich, wird jetzt behandelt. Und so richtig gut, auch wenn man das von der Entfernung ja nie sagen darf, sieht es nicht aus. Hält sich da den Ellbogen ins Gesicht, hat wohl große Schmerzen. Und die Möglichkeit hier für die deutsche Spielerin, sich eine Trinkpause zu gönnen. Ja, besorgter Blick auch bei Martina Voss-Tecklenburg. Sofort 2, 3 Spielerinnen losgeschickt hat zum Warmmachen. Nochmal die Situation, hier springt sie über eine Spielerin, aber hat noch Kontakt und dann diese Verletzung. So, was tut sie unten? Was entscheidet Martina Voss-Tecklenburg? Wartet erst nochmal, schaut, kommuniziert.
mit ihrer Co-Trainerin. Das rechte Knie ist es wohl. Oh, das sind so Szenen, da denkt man immer sofort an das Allerschlimmste. Fast an das Allerschlimmste, was Sportlern passieren kann, nämlich ein Kreuzbandriss. Und das wäre natürlich eine ganz, ganz bittere Geschichte für Julia Quinn. Leonie Meyer sahen wir da gerade, die sich so ein kleines Aufwärmprogramm selber unterzogen hat. Ja, also ich denke mir, je länger dort die Behandlung dauert und wir nichts sehen von Julia Quinn mit Hand hoch oder alles in Ordnung, desto schlimmer und bitterer wird das Ganze sein. Und in der Tat wird jetzt der Wechsel vorgenommen. Leonie Meyer vom FC Arsenal. Tja, das rechte Knie, glaube ich, ist es gewesen. Hält sich beide Hände vors Gesicht, schmerzverzerrt. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist eine großartige Spielerin, die auch in den ersten 30 Minuten hier gerade über die linke Seite viel Bewegung gebracht hat, sich spielfreudig gezeigt hat, viele Wege gegangen ist, immer anspielbar war. Und jetzt das Klatschen, der Applaus der wenigen Zuschauer offiziell hier im Stadion sind für Julia Quinn. Hoffentlich wird es nichts Schlimmeres sein. Sie wird jetzt wahrscheinlich sofort ins Krankenhaus gebracht, zu einer MRT-Untersuchung hier in Essen. Und jetzt im Spiel Leonie Meyer vom FC Arsenal. Übernimmt sofort die Position von Julia Quinn. Auf der linken Seite in der Viererkette der deutschen Mannschaft. Ja, hoffentlich leidet jetzt da der Spielfluss nicht unter dieser bitteren Verletzung. Ja, natürlich geht das jeder Spielerin nahe, wenn so etwas passiert. Aber auch hier muss sich eine Top-Mannschaft, eine Spitzenmannschaft, das will die deutsche Mannschaft ja bald wieder werden, hier muss sie sich zeigen, das muss ein Top-Team wegstecken. So bitter das ist für die Mitspielerin, jemanden hier zu verlieren. Oberdorf. Da ist Leonie Meyer. Minuten rum, 1:0 für die deutsche Mannschaft durch das Kopfballtor von Marina Hegering. Aber überlegen agiert diese deutsche Mannschaft. Ich würde sagen, wenn wir das hier scouten würden, hat sie 90% Ballbesitz. Alle Zweikämpfe werden gewonnen. Die taktische Spielidee von Martina Voss-Tecklenburg können wir gut erkennen über weite Strecken dieser 35 Minuten. Ein zweites, ein drittes Tor hätte längst fallen können, aber dann im letzten Moment dann doch verspielt vor oder im 16-Meter-Raum, trotz der vielen Torschüsse. Eine der ganz wenigen Bälle, die man Irland geschenkt hat in diesen ersten 35, 36 Minuten. Ja, Foulspiel von Hut, wieder am Trikot zerrt. Dorf, die da fast alle Zweikämpfe gewinnt, wirklich Bestnoten in der ersten Halbzeit verdient.
Und von Irland sind wir doch ein bisschen enttäuscht. Die Mannschaft Tabellenführer, 5 Spiele gewonnen. 4 waren es. Das 5. soll aber bald dazukommen, um die Qualifikation zu erreichen Richtung England. Wieder schönes Doppelpassspiel und der Abschluss zum Tor. 2:0. Wunderbar abgelegt und notiert in der 38. Minute das 2:0. Jenny Marojan. Die Entwicklung. Wieder der Ball über die Flügelposition vorgetragen. Das Positionsdribbling. Dann der Ball, der Doppelpass in den 16-Meter-Raum und die Direktabnahme. Also besser und schöner kann man das wirklich nicht spielen. 2:0 für die deutsche Mannschaft, 38. Minute. Und es scheint so, als würde man die wohl schwere Verletzung von Julia Gwynn wegstecken können. 2:0, Jennifer Marosch. Freistoß Irland. Ja, man hat der Mannschaft relativ früh ihren Schneid abgekauft. Gutes, aggressives Pressing. Angriffspressing der deutschen Mannschaft und da hatte Irland große Probleme. Jetzt dieser Freistoß. Achtung! Deutsche Mannschaft bekommt den Ball nicht weg, aber jetzt. Und sofort der Ball zum Gegner. Und das hat doch ziemlich imponiert auf Seiten der Mannschaft von Vera Pau. Kaum ein durchdachter Angriff. Nur gefährlich mal über so eine Standardsituation. Und Niamh Fahy war das mit der 5 vom FC Liverpool, die da zumindest in günstiger Position stand. Leonie Meyer über die linke Seite. Sie auch mit vorgewagt. Svenja Huth. Ball wieder dicht vors Tor. Und Direktabnahme. Und 3:0. Was war das ein Ball? Lea Schüller. 3 Minuten nach dem 2:0. Jetzt das 3:0. In der 41. Und so langsam spiegelt sich dieses Übergewicht an Torchancen, an guten Ballstaffetten, an kontrolliertem, strukturiertem Offensivspiel jetzt auch in den Toren wieder. 3:0. Auch hier wieder schönes Zusammenspiel. Dann der Ball nah an das Tor, an den 5-Meter-Raum und dann der Abschluss von Lea Schüller. Die deutsche Mannschaft ist auf den ersten, zweiten Ball aus, um dann weiter druckvoll zu agieren. Und das ist auch hier wieder gelungen. Wieder Ballverlust Irland. Schnelles Umschaltspiel. Magul, Jennifer Marojan. Und fast das 4:0. Sich auch da ein bisschen verletzt bei diesem Kopfball. Was ist los da? Nicht noch die zweite ganz wichtige Spielerin. Verletzt aus dem Rennen. Wir gucken mal unten, wie kommt sie auf mit den Knöcheln? Knickt sie da um? Nee, da ist nichts passiert. Steht auch wieder. War wohl diese Kopfballspielsituation. So ein bisschen sich den Nacken womöglich geprellt oder verrenkt. Aber es wird weitergehen. Richtung Halbzeitpause. 3 Minuten, 4 Minuten. Ich denke, viel wird nicht nachgespielt werden. Und wenn Sie weiterhin Informationen über die EM-Qualifikation haben wollen, schauen Sie rein bei zfsport.de. Alles über die deutsche Mannschaft, über das Turnier, der Modus. Wir werden da sehr, sehr gut bedient.
Und erneuter Eckball. Ja, alle schalten sich jetzt mit ein ins Offensivspiel. Auch Kathi Hendrich war das, die dort mit aufgetaucht ist. Aber viel hat man auch nicht zu befürchten, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich sehe da weit und breit niemanden, sogar in der eigenen verteidigenden Hälfte, an Spielern vom Gast aus Irland. Nichts, niemand zu sehen. Halle jetzt im 16-Meter-Raum, vor dem 16-Meter-Raum. Und das ist der nächste gute Ball, aber dann ein bisschen zu weit. Ja, die letzten Minuten jetzt Richtung Halbzeit. Ich glaube, wir haben ein wirklich gutes Spiel gesehen der deutschen Mannschaft, die kaum einen Fehler gemacht hat. Nochmal der Treffer. Die Direktabnahme. Natürlich ein bisschen Glück mit dem Torpfosten, aber auch das gehört zu einer guten Leistung dazu. Also gute Leistung der deutschen Mannschaft, die taktisch hervorragend agiert, genau das umsetzt, was die Bundestrainerin will. Magul auf dem Weg zu 4:0 mit ihrem Schuss. Und wir hören gerade von unten aus dem Innenraum, dass Julia Quinn jetzt ins Krankenhaus gefahren wird. Also vielleicht werden wir da schon irgendwie was noch während des Spiels erfahren. Hoffen wir wirklich für diese junge, sympathische Spielerin, die ihren Weg weitermachen wird in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, dass sie da nicht lange außer Gefecht gesetzt wird. Das wäre für sie persönlich, auch für den Verein natürlich, eine ganz bittere Geschichte. Vier Minuten werden nachgespielt, gibt es Aufschlag hier in der ersten Halbzeit und vielleicht kann die deutsche Mannschaft das jetzt noch mal nutzen. Und dann könnte man sicherlich ganz, ganz beruhigt in die Pause gehen und auch die zweiten 45 Minuten in Angriff nehmen. Also Irland ist hier ohne Chance. Und das ist der Tabellenführer der Gruppe I. Und man hatte sich so viel ausgerechnet, man hat so viel gearbeitet im Training. Hat die deutsche Mannschaft studiert, war sich sicher, dass man physisch, kämpferisch, körperlich topfit ist. Aber viel können wir nicht sehen vom brillanten irischen Frauenfußball. Deutschland dominiert hier wirklich nach Belieben. Und alle Tore wirklich hervorragend herausgespielt zum 3:0 hier in der ersten Halbzeit. Das war dann doch ein bisschen zu viel Körperkontakt von Leonie Meyer. Große Entwicklung, Debüt 2013. Spielte bei der EM in Schweden jede Minute. Und dann ging es so in ein kleines Loch in den Jahren danach. Aber jetzt will sie in England unter absoluten Top-Profi-Bedingungen beim FC Arsenal weitermachen. Noch rund zwei Minuten in der Nachspielzeit. Guter Ball auf Svenja Huth. Schön zurückgelegt. Gut, Magul, viel Bewegung. Da werden viele Positionen getauscht, viel ruschiert. Und dann dieser Fehler von Oberdorf, der erste. Aber es sind nur zwei Spielerinnen vorne. Deutsche Mannschaft wieder schnell hinter dem Ball, gut gemacht.
Und auch Lena Oberdorf sichert sich da den Ball. Schnell mit zurückgekommen. Das war zu langsam vorgetragen von Rihanna Jarrett. So wird man der deutschen Mannschaft heute hier nicht beikommen. Leupolz. Marojan, Hendrich. Gut den Ball zurückgeholt. Und hinein! Direktabnahme, gut gehalten von Marie Hurrien. Tolle Möglichkeit zum vierten Treffer für die deutsche Mannschaft. Und nochmal der Kopfball. Leonie Meyer ist dort im 16-Meter-Raum. Jetzt erstmal wieder durchschnaufen für das Team aus Irland. In diesen letzten 30 Sekunden. Also nochmal höchste Gefahr dort im Strafraum. Und das gucken wir uns vielleicht gleich nochmal in aller Ruhe an. Diese tolle Parade, diese Fußabwehr von Hurrien. Da haben wir die Szene. Leonie Meyer gut zurückgeholt, der Ball. Und dann ist es Alex Popp. Anerkennender Beifall, Alex Popp mit der großen Möglichkeit, hier den vierten Treffer zu machen. Wie viel solche Bilder mal bei einer möglichen Vernissage wert sein werden. Talentiert vielleicht die zweite Möglichkeit, neben dem professionellen Fußball, sich ein Standbein zu organisieren, was eine Spielerin oder einen jungen Menschen dann auch deutlich mehr ernährt. Ja, beide Mannschaften sind bereit. Es hat keine Wechsel gegeben. Das heißt, wir warten also auch noch auf Sarah Debritz, die vielleicht während dieser zweiten Halbzeit noch eingewechselt wird. Martina Voss-Tecklenburg hat da noch alle Möglichkeiten. Und die deutsche Mannschaft führt ja auch mit 3:0. Also vielleicht wird sie auch anderen Spielern noch mal ein wenig die Chance geben, hier EM-Qualifikationsluft zu schnuppern. Und der Anstoß zur zweiten Halbzeit. Die deutsche Mannschaft von links nach rechts hat in den ersten 45 Minuten wirklich guten Fußball gezeigt, hat gut kombiniert, hat das taktische Konzept, die Ideen von Martina Voss-Tecklenburg weitgehend umgesetzt. Hoher Ballbesitz, eine Fehlpassquote, die sehr, sehr gering war. Aber wir müssen auch klar zugeben und konstatieren, dass Irland sich hier nicht vorstellt wie ein Tabellenführer dieser Gruppe I. Also da haben, glaube ich, alle mehr erwartet. Sehr gut abgelaufen. Klasse gemacht. In dieser Szene von Marina Hickering. Und die Bundestrainerin ist zufrieden. Ja, schauen wir mal auf den Modus dieser Gruppe. Wie? Damit Sie vielleicht einen kleinen Eindruck gewinnen, wie das weitergeht dann 2022 in England. Dort die Endrunde. England ist qualifiziert als Ausrichter. Dann gibt es 9 Qualifikationsgruppen und die Gruppenersten, die gehen direkt in dieses Finalturnier. Und die jeweiligen 3 Gruppenzweiten, also die besten Gruppenzweiten, 3 an der Zahl, auch die qualifizieren sich. Und der Rest dieser zweitplatzierten Teams, der muss dann in ein Playoff. Daraus resultieren sich dann die noch weiteren Teilnehmer, die dieses Endturnier komplettieren. Also, um das auf den Punkt zu bringen, gewinnt Deutschland dieses Spiel heute hier gegen Irland. Dann ist man schon mal ganz, ganz sicher auf dem richtigen Weg Richtung England. Insgesamt hat die Mannschaft noch 3 Spiele in dieser Qualifikation in Montenegro. Am nächsten Dienstag, dann gegen Griechenland daheim in Ingolstadt und das Rückspiel, wenn man das so sagen darf, am 1. Dezember in Dublin in Irland. Und dann kann man sich ein kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen, denn dann hat man, so Gott will, diese EM-Qualifikation sehr souverän
gespielt. Im Moment ja die deutsche Mannschaft ohne Gegentreffer. Hopp auf dem Weg jetzt zum nächsten Treffer. Ah, da verzieht sie doch deutlich. Schönes, schnelles Umschaltspiel. Der Kapitän am Ball, Alex Popp. Ja, aus 4 Siegen hat die deutsche Mannschaft 31:0 Tore gemacht. Also da sieht man mal diese Überlegenheit. Und schön in Szene gesetzt hier Alex Popp mit der Möglichkeit zum 4. Treffer. Magul, Marojan, Hut im 16-Meter-Raum, Tempo-Dribbling, kann sie sich da lösen? Ja, und holt ein Eckball raus. Und immer wieder die Kommandos dort unten vom Spielfeldrand. Da hat sie gut gemacht, wartet und dann Ballbesitz Deutschland, nächster Eckball, Magul von der rechten Seite. Alle hoch aufgewachsenen Spielerinnen mit vorne, ganz dicht vor das Tor, aber kein Problem für Marie Horian, die eine gute Figur da abgibt im Tor von Irland. Zweimal glänzend parierte. Schon 32 Jahre alt, also ganz erfahren. Viele, viele Länderspiele für Irland bestritten und natürlich hat sie den Wunsch, im Herbst oder im Spätsommer ihrer Karriere noch mal bei einem Endturnier dabei zu sein. Das wäre das erste Mal für eine irische Mannschaft. Aber im Moment dominiert Deutschland eindeutig in diesem Spitzenspiel der Gruppe. Jetzt mal die Möglichkeit, einen Angriffszug zu entwickeln. Aber sofort sind sie da mit ihrem hohen Angriffspressing. Stark gemacht, gutes Zusammenspiel. Die deutsche Mannschaft harmoniert da prächtig. Und auch so ein Fehler ist mal zu verzeihen von Leonie Meyer. Vier Duelle gab es übrigens bisher gegen Irland. Zuletzt eine WM-Qualifikation, ein Spiel am 17.09. vor 6 Jahren in Heidesheim. Ein 2:0. Kurz davor, wir thematisierten das ja im Vorlauf, dieses glückliche 3:2 durch den Leupolds-Treffer in der Nachspielzeit in Dublin. Alex Popp über die rechte Seite. Marojan nochmal. Und sie erkämpfen sich alle zweiten Bälle. Gut geklärt von Kathi Hendrich. Marojan. Unglaublich viel Bewegung in diesem Dreier-Mittelfeld und auch mit den drei Spitzen vorne. Kathi Hendrich über die rechte Seite, schön abgelegt auf Hut. Also das gefällt mir sehr gut, wie
diese sechs Offensivspielerinnen hier agieren. Und wir freuen uns auf diese Regie- und Kameraeinstellung. Sarah Debritz macht sich warm. Also sie wird ihre Chance bekommen. Und das sind natürlich dann für jede Spielerin wundervolle Momente, wenn man nach so einer langen Absenz, dieser Verletzungspause, dann wieder mit dabei sein kann in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Oh, gut gemacht. Mutig. Seitfallzieher von Alex Popp. Ja, sie ist noch nicht so richtig im Spiel. Das merkt man auch an ihrem Gesichtsausdruck. Gut gemacht, nicht zu nah am Mann, alles regelgerecht. Geht auch viele Wege, holt sich viele Bälle schon aus dem Mittelfeld. Aber so die richtige Torsituation zum Abschluss, die hatte sie ein einziges Mal in der ersten Halbzeit. Und wieder geben sie den Ball viel zu früh weg, aber es ist natürlich die Stärke der deutschen Mannschaft, die da kein Aufbauspiel zulässt. Oberdorf. Guter Versuch von Leupolz. Ball abgeblockt. Wieder viel Bewegung vor und hinter dem Ball. Und das spielt diese Mannschaft so gut, dass man fast den Eindruck hat, dass das irische Team hier einen Kreisel bekommt. Denn so oft müssen sie reagieren auf die Ballverlagerungen, die kurzen Bälle, die Doppelpassspiele oder auch die langen Diagonalbälle in den 16-Meter-Raum. Flügelposition wieder gut besetzt mit Henrich. Legt zurück auf Marojan. Dann dieser Chipball hinein in den 16-Meter-Raum. Leupolz immer anspielbar. Im Mittelkreis, am Mittelkreis, Ballverteilerin, schaltet sich dann auch wie jetzt ins Angriffsspiel mit ein. Schlechter Ball. Und vielleicht könnte das irische Team jetzt mal, wenn man nach der Balleroberung schnell spielt, dieses Umschaltspiel sucht, mal einen vernünftigen Angriff vortragen, aber sofort wieder der Ballverlust. Also vieles, vieles bleibt dieses Team heute schuldig. Da hatten wir uns doch alle, vor allem die deutsche Mannschaft, natürlich auf viel, viel mehr Gegenwehr eingestellt, auch auf spielerische Klasse. Denn so ohne weiteres ist man ja nicht Tabellenführer. Marojan, gut rausgelegt. Immer wieder auf die Flügelposition. Das zerrt diese Viererkette ein bisschen aus ihrer Formation. Gut 10-11 Minuten gespielt jetzt in dieser zweiten Halbzeit. Svenja Huth, auch sie viel in Bewegung über die Flügelposition. Der weite Ball, der immer wieder gesucht wird hinter die Kette, um dann zum Abschluss zu kommen. Und Sarah Debritz, ich glaube, gleich wird der Moment kommen, wo sie sicherlich ein bisschen Kribbeln im Bauch hat, wenn sie wieder mithelfen kann, mitspielen kann in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Ja, sie hat eine kleine Verbindung am Ohr, haben Sie gesehen. Ist verbunden hier mit einem Co-Trainer, der auf der Tribüne sitzt, der das Ganze von oben natürlich viel besser sieht, als wenn man als Cheftrainer dort unten, Cheftrainerin dort unten am Platz ist.
bekommt da die ein oder andere Information und kann dann schneller reagieren, kann schnellere Infos an ihre Spielerin weitergeben, Vera Pau. Alex Popp, die da ein bisschen humpelt, aber wird auf die Zähne beißen. So schnell wirft eine Alex Popp dann nichts um. Ja, selber körperlich sich oftmals in diese Kopfballsituationen hineinwuchtet mit ihrer ganzen Kraft und ihrem Körper. Hendrich. Hegering, Leupolz. Viel Platz dort auf der linken Seite. Leonie Meyer. Und Abstoß. Bei Irland wird es gleich einen Wechsel geben. Mit der 14 macht sich Heather Payne bereit. Und Merle Fromms ist mal wieder am Ball. Ja, was macht eine Torhüterin da in 50, 55, 60 Minuten, wenn man überhaupt nichts zu tun hat? Hegering zurück. Nicht eine einzige Torschuss, nicht eine einzige Aktion, die gefährlich war. Wo Merle Fromms sich hätte auszeichnen können. Das ist der Wechsel, jetzt gleich bei Irland. Heather Payne, die in Florida State spielt, in den USA. Also es ist eine bunte Mischung aus vielen, vielen Spielerinnen, die im Ausland unter Vertrag stehen. Natürlich immer schwierig für eine Trainerin, für Vera Pau, dann ihren Kader zusammenzuziehen, die eine oder andere Trainingsmaßnahme durchführen zu können. Eine Stunde jetzt rum, 3:0. Nach den Toren von Hegering, Marojan und Schüller. Weiterhin deutliche, klare Überlegenheit der deutschen Mannschaft. Hendrich, ja, kann sich gut durchsetzen. Jetzt der Ball vors Tor. Nein, legt zurück. Und dann dieser Ballverlust. Hegering zusammen mit Oberdorf hinten in der Viererkette. Eine wirkliche Bank heute. Vor allen Dingen auch positiv herauszustellen, dass die beiden das Offensivspiel mit ankurbeln, zusätzlich zu den beiden hochstehenden Außenverteidigerinnen. Das sind natürlich dann diese Überzahlsituationen, die man generiert und die man dann ausspielen kann. Svenja Huth, Tempo-Dribbling Richtung 16-Meter-Raum. Und wieder ein Eckball. Und jetzt Zeit zum Wechseln. Und wir freuen uns auf Sarah Debritz, die sich bereit macht. Mit der 8 geht Lian Körnen. Und es kommt die 14. Heather Payne. Da haben wir Heather Payne. Und das ist Lian Körnen. Und auf Seiten der deutschen Mannschaft gibt es den Wechsel. Maddie Leupolz geht mit einer sehr, sehr guten Leistung
hat im Mittelfeld gut verdichtet, hat für viele überraschende Aktionen gesorgt. Gute Bälle immer wieder hinein in den 16-Meter-Raum oder auf die Flügelposition. Also genau wie man sich das vorstellt, wie alle Spielerinnen da in dieser zentralen Position zu arbeiten hat und auch zu agieren hat. Sarah Debritz, also endlich wieder dabei, die 25-Jährige von Paris Saint-Germain. Olympiagold 2016, EM-Sieg 2013. So ganz wichtige Turniere, die sie gewinnen konnte. Und dann zog es sie irgendwann Richtung Frankreich. Dort, wo man ja noch den einen oder anderen Euro mehr verdienen kann. Und warum soll man das nicht mitnehmen? Um sich natürlich auch sportlich dann zu entwickeln bei einer absoluten Top-Mannschaft. 1:1 Positionswechsel, also Debritz nimmt die Position im Mittelfeld ein, die zentrale Schaltstelle. Magul, auch sie heute mit Bestnoten, unglaublich viel Laufarbeit. Und Kathi Henrich, die wieder gut auf den nächsten Ball geht, die deutsche Mannschaft natürlich dann auch braucht, diese Bälle. Man sich sofort zurückerkämpft, wenn man ins Gegenpressing geht, quasi dem Gegner kaum Luft gibt, um zu atmen. Energische Rufe von Maria Horian, die ihre Defensivkette da organisiert. Marujan. Ja, die ersten 15, 20 Minuten weiterhin deutlicher Vorteil im Ballbesitz. Ein ordentliches Spiel der deutschen Mannschaft, aber noch nicht mit den ganz großen zwingenden Torchancen. Aber noch hat die Mannschaft 25 Minuten Zeit, sich nachdrücklich zu empfehlen und diese Tabellenführung dann in der Gruppe I zurückzugewinnen. Ich glaube, sie kann ganz zufrieden sein dort drüben an der Linie. Martina Voss-Tecklenburg, selber ja eine ganz, ganz erfahrene, exzellente Spielerin für den DFB damals. Auch in der Hall of Fame des deutschen Frauenfußballs. Debritz, die da gut mitspielt, sich den Ball zurückerobert und die nächste Ecke. Und das merkt man auch jetzt drüben. Irland wird müde, lässt sich immer weiter zurückfallen in den eigenen 16-Meter-Raum. Vera Pau, Daumen misst hoch. Ja, das kann nur heißen, die ersten 20 Minuten haben wir gut überstanden in dieser zweiten Halbzeit. Magul. Lena Oberdorf, die Wolfsburgerin hier in dieser Szene, drückt sie dann doch zu stark ihre Gegenspielerin weg. Richtig erkannt von der polnischen Schiedsrichterin, die einen guten Eindruck macht, die unauffällig agiert. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man mit seinen Entscheidungen absolut richtig liegt. Abseitsposition gesehen drüben an der Linie. Also auch die harmonieren sehr gut. Der Schiedsrichterin gespannt aus Polen. Svenja Huth. Nur Alex Popp ist mitgelaufen in der Mitte des 16-Meter-Raums. Huth. Debritz.
ordnet sich erst einmal leicht und fein ein in die Angriffsbemühungen der deutschen Mannschaft. Und sofort sind sie da, pressen den Ball, pressen den Gegenspieler mit Svenja Huth, die das sehr gut macht, immer wieder sich die Bälle erobert in solchen Situationen. Hendrich, Hegering, das sind die beiden, die sich den Ball da zurückholen. Und dann so die taktische Idee der Trainerin, soll schnell gehen, schnelles Umschaltspiel, Flügelposition mitnehmen und dann möglichst viele, viele irische Spielerinnen nicht in Position kommen lassen. Hegering. Svenja Huth. Und noch die Möglichkeit für die deutsche Mannschaft. Nach dieser Schwäche, nach dieser schlechten Abwehr von Marie Horian. Die deutsche Mannschaft gibt keinen Ball verloren. Und das ist ein gutes Zeichen, dass man weiter auf Torjagd gehen will. Einer der ganz, ganz wenigen vielversprechenden Angriffe, zumindest in den Ansätzen von Irland. Diese Mannschaft, die so stark ist wie nie zuvor, so hat es Vera Pauw behauptet, die Cheftrainerin. Die Holländin, die erst vor einem Jahr dieses Traineramt übernahm. Vertrag ist verlängert worden bis zur EM 2022 dann in England. Und so wie es aussieht, wird Irland vielleicht sogar direkt sich qualifizieren können. Oder wenn man nicht zu den besten 3-2-Platzierten gehört, dann muss man über diese Playoff-Spiele gehen. Aber es sieht gut aus auch für Irland, mit dabei zu sein dann beim Finalturnier in England. Oberdorf über die linke Seite mit Leonie Meyer. Debritz, die sich gut mit einbindet ins Spiel, diese Rolle genauso übernimmt und interpretiert wie zuvor Maddie Leupolz. Wieder Debritz. Guter Ball, schön gesehen. Prima Anspiel, Schüller. Aber sie gehen ein bisschen fahrlässig jetzt auch um mit diesen gut herausgespielten Torchancen, die sich da bieten. Svenja Huth, klasse gemacht. Magul. Hegering. So, und jetzt hat man die Kette ein bisschen aus der Ordnung gebracht. Jetzt müsste man auf die Schnittstellen oder mal ein Tempo-Dribbling Richtung des irischen Tors machen. Und so geschieht es auch. Große Schwierigkeiten dort nach diesem Schuss für Marie Horian. Mit Geduld, mit Ruhe gespielt.
Und dann ist sie mit den Fingerspitzen noch da. Nächster Eckball für die deutsche Mannschaft. Nach diesem Schüler-Schuss, der wirklich präzise kam Richtung irischen Tores. Ist natürlich auch immer schwerer jetzt, weil die Mannschaft aus Irland zieht sich immer weiter zurück vor den 16-Meter-Raum. Muss man jetzt Geduld haben, muss man präzise spielen. Auch mit dem einen oder anderen Überraschungsmoment gegen diese tief stehenden defensiven Teams. Im engsten Raum gute Ball-An- und Mitnahme. Spielintelligenz, Spielpräzision, druckvolle Pässe, dann könnte es was werden. Mit einer nächsten guten Torchance, vielleicht noch mit einem Treffer heute hier in Essen. Gut 15 Minuten noch und drüben machen sich weitere Spielerinnen warm, bekommen sicherlich noch ihre Chance heute, ein Länderspiel zu absolvieren. Und auch das als kleine Information, es wird keine 5 Auswechslungen geben, nur deren 3. Es ist ein bisschen verwirrend, bei welchen Spielwettbewerben es 5 gibt und wo es dann nur 3 gibt. Viele Proteste gab es ja von Joachim Löw bei der deutschen Herrennationalmannschaft, als er sich gerne ein paar mehr Wechsel hätte gewünscht, um Spieler zu schonen. Aber auch hier bei diesem Match unter UEFA-Bedingungen nur 3 Wechsel. Letzte Viertelstunde ist angebrochen in Essen. Deutsche Mannschaft führt weiter mit 3:0, spielt auch in der zweiten Halbzeit ordentlichen Fußball, nicht mehr diesen druckvollen, ideenreichen, kreativen Fußball, den wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Als die 3 Tore fielen und als es weitere hochkarätige Torchancen gab. Schnelle Spieleröffnung. Ballmitnahme, wo ist die nächste freie Position? Henrich zunächst zurück auf Hegering. Ja, es ist ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen, dieser Spruch, den man oft hört. Pässe nicht mehr so genau, nicht mehr genügend Bewegung vor und hinter dem Ball. Obwohl man Irland eigentlich schon ziemlich müde gespielt hat. Aber unten tut sich ja etwas an der Deutschen Bank. Also wir werden gleich sicherlich noch den einen oder anderen Wechsel erleben. Am Dienstag geht es weiter in Montenegro. Dann gibt es noch ein Testspiel gegen England. Das Rückspiel dann in Irland. Und Jenny Marojan wird wohl gleich aus dem Spiel gehen. Ordentliche Leistung, keine überragende. Hat viel fürs Aufbau, viel fürs Offensivspiel getan. Ein Treffer erzielt, Hut. Ist Marojan nochmal. Alex Popp. Und wer nimmt ab? Magu.
Schön zurückgelegt von Alex Popp. Das überrascht natürlich jede Kette hinten, wenn die Bälle dann zurückgelegt werden und die Direktabnahme von Magul, Nina Magul vom FC Bayern. Überdurchschnittlich gut heute ihre Leistung auch. Gerade was das Anspiel in die Spitze immer wieder anbelangte, ihre Laufbereitschaft. Oh, was macht die Torhüterin da? Fällt jetzt das 4:0? Nein. Riesenchance für Svenja Huth. Ja, dann nahm sie sich ein Herz, verließ ihren 16-Meter-Raum, versuchte zu spielen wie ein Manuel Neuer, ein spielender Torwart, aber das gelang ihr überhaupt nicht. Und jetzt der Wechsel unten. Sydney Lohmann vom FC Bayern kommt, Jennifer Marujan geht. Und nochmal ihr Tor zum Abschied. Vielen Dank an die Regie. Klasse Treffer zum 2:0. Ein wichtiges Tor in der ersten Halbzeit. Als die Mannschaft dann binnen weniger Minuten auf 3:0 erhöhen konnte. Debritz. Sarah, ruhig mal schießen. Rutsch mal einer durch da. Komm, zweiter Ball auf. Vielleicht haben Sie es noch ein bisschen hören können. Martina Voss-Tecklenburg, ruhig den Abschluss suchen. Ruhig mal aufs Tor schießen. Und dann auf die Abpraller, auf die direkten Sätzen, die man dann verwandeln kann. In der Tat, wenig Aktionen aus der zweiten Reihe, wenig Distanzschüsse, die Marie Horian hätten prüfen können in dieser zweiten Halbzeit. Aber wenn man so deutlich überlegen ist, wie es die deutsche Mannschaft über die jetzt knapp 80 Minuten war, dann versucht man vielleicht auch oftmals den Ball spielerisch in den 16-Meter-Raum zu tragen und dann einen Abschluss zu suchen. Aber noch 15 Minuten, noch die Möglichkeit, 10 Minuten, pardon, noch 10 Minuten, um hier zu erhöhen. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man Richtung ja, Rückspiel oder dem Gastauftritt dann am 1.12. in Dublin sieht. Kein Foulspiel, sagt Mulacik. Sauber gespielt. Egering. Also ein Pluszeichen, ein dickes muss man Irland hier wirklich zugute halten und auch setzen. Sie haben nicht aufgegeben, haben sich weiter gegen die wirklich guten Angriffe der deutschen Mannschaft gestemmt. Haben bisher kein weiteres Tor zugelassen. Auch das ist eine moralische Geschichte, die hoch anzurechnen ist, sich sie nicht zu ergeben. Auch wenn die deutsche Mannschaft jetzt doch nahe dem 4:0 ist, auf engstem Raum, versuchen sie den Ball dort raus zu köpfen. Und niemand da hier, der diesen Ball hätte abnehmen können. Sullivan war das mit der 10. Spielt in Brighton. Nochmal diese Szene, die wir uns angucken, ob da ein Drücken, ein Wegschieben. Nein.
Nein, 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 das ist kein Strafstoß. Verhaken sich da beide ein bisschen, als sie zu Boden kommen. Gut gesehen von der Schiedsrichterin, die hier weiterlaufen ließ. Svenja Uth, deutschen Offensivspielerin, rücken jetzt auch nicht so schnell nach, um dann vielleicht den zweiten Ball für die nächste Torchance zu erobern. Also so ein bisschen ist die Struktur raus. Obwohl immer noch deutliche Überlegenheit für die deutsche Mannschaft. Debritz, Doppelpass. Mary Hurrien. Eltern aus Irland. Großeltern aus England. Und ich glaube, wir brauchen hier nicht prophetisch zu klingen. Es wird die erste Niederlage für den Tabellenführer werden. Eine deutliche, wie es gar nicht mal das Spielergebnis aussagt. Aber die deutsche Mannschaft, sie war so überlegen in diesen knapp 84, 85 Minuten jetzt. Deutschland wird die Spitze also übernehmen in der Gruppe I. Und wahrscheinlich, wenn man sich das Restprogramm anschaut, nicht mehr abgeben. Das wäre dann eine erfolgreiche direkte Qualifizierung für das Endturnier in England, das ja verlegt worden ist um ein Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Hegering. Vielleicht noch ein Treffer zum guten Abschluss eines runden Fußballnachmittags hier für die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg. Wir hatten ja im Vorlauf unserer Übertragung gefragt, wo steht der deutsche Frauenfußball? Blick nochmal zur Uhr von Martina Voss-Tecklenburg. So dieses Thema ein bisschen angerissen. Man monierte ja immer in den letzten Jahren, dass es an Spielerpersönlichkeiten fehlt in der deutschen Mannschaft. Und sicherlich ist da eine Menge Wahrheit dran. Auch heute sehen wir eine deutsche Mannschaft, die überlegen ist, die sich viele Torchancen herausarbeitet. Aber es fehlt immer noch an diesen richtig großen Spielerpersönlichkeiten, die eine deutsche Mannschaft in vielen Jahren ihres großen Erfolges hatte. Martina Voss-Tecklenburg wird da sicherlich mit ihrer ruhigen, besonnenen Aufbauarbeit diese jungen Spielerinnen heranführen an die nächsten großen Aufgaben. Und dann wird sich vielleicht auch die ein oder andere größere Spielerin-Type herausstellen, die für große Mannschaften, sei es die USA, natürlich auch Teams wie England, Frankreich, die in den letzten Jahren viele, viele Titel gewinnen konnten oder mitmischten, wenn es um die Finalspiele ging. So eine Mannschaft wird man dann sicherlich wieder bei der Hand haben und wird auch den Sprung Richtung internationale Spitze dann schaffen können. Allein eine Jennifer Marochan reicht einfach nicht. Wir müssen noch mehr Spielerpersönlichkeiten heranreifen, die auch mal dann ein Spiel in die Hand nehmen, die es beruhigen. Wir werden das in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich weiter beobachten können. Freistoß nochmal für Deutschland. Debritz auf der rechten Seite. Die letzten drei, vier Minuten. Gut wieder mit ihrem Dribbling. Mit dem schnellen Antritt in den 16-Meter-Raum. Da holt sie sofort zwei, drei Meter. Oder legt diese zwei, drei Meter zwischen sich und ihrer Verteidigerin. Svenja Uth, auch heute eine Spitzenleistung.
Und dieser Kopfball von Schüller, den wir dann noch mal sehen. Schwierig, war nicht in Position richtig gelaufen. Am Dienstag das nächste Spiel dann gegen Montenegro. Einige Spielerinnen werden da geschont. Das hatte Martina von Stecklenburg schon vor diesem Match gesagt. Debritz, Pop, Hendrich, Huth. Man will ihnen ein bisschen diese Überbelastung nehmen, nachdem die Bundesliga ja auch wieder begonnen hat. Dann diese Länderspielserie. Aber wenn man sich das so anschaut, dann tun die es ja gerne. Dann spielen sie gerne, weil sie Spielfreude haben, weil sie Spaß am Gewinnen haben und dann Tore schießen. Aber dennoch hat man sich geeinigt mit den Vereinstrainern, dass man hier diese Art von Belastungsgrenze sieht und dann die Spielerin aus diesen Reisestrapazen auch lässt. Gerade unter Corona-Bedingungen in Montenegro. Gar nicht mal ohne das Ganze. Da muss man aufpassen. Klares Hygienekonzept auch bei diesem Auswärtsspiel. Letzte Minute bricht jetzt an. Am Ende dann für Irland und für Marie Porrien, die wir da im Tor noch mal sehen. Ist diese Sache ganz glimpflich verlaufen, nachdem es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht danach aussah. Hat die deutsche Mannschaft zwar weiter ordentlichen Fußball gespielt, aber hat es dann doch in vielen Situationen unterlassen, quasi präzise zu spielen. Druckvoll weitere Angriffe Richtung gegnerisches Tor zu setzen. Das wird Martina von Stecklenburg ansprechen. Sie ist immer eine der Trainerinnen, die hier 90 Minuten lang Topleistung sehen will. Die nichts unversucht lässt bei der Vorbereitung. Viele Videoanalysen, Einzelgespräche, das mussten wir alles tun, wollten wir auch tun, um die Spielerin hier wieder heranzuführen nach dieser langen sechsmonatigen Pause. 3 Minuten noch. Und wir gucken mal runter. Gibt es da noch einen Wechsel? Hat sich da jemand noch positioniert? Nein. Diese letzten Minuten werden dann so über die Bühne gehen. Leonie Meyer ohnehin. Deutschland kann nicht mehr wechseln. Die 3 Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Henrich Hegering. Das ist alles eng, auf engstem Raum. Huth, gute Reingabe und nochmal der Kopfball für die deutsche Mannschaft. Und wieder liegt da eine Spielerin am Boden. Lea Schüler, da verletzt in dieser Situation. Schöne Reingabe nach vor das Tor von Svenja Huth und dann das Kopfballspiel. Eine eigene Spielerin, die sie da behindert. Das wäre sie gewesen, die Möglichkeit zum 4:0. Und wenn wir jetzt schon mal einen kleinen Strich drunter ziehen dürfen, unter dieses Spiel, unter diese Leistung. Ich glaube, wir haben ein gutes Fußballspiel gesehen, das leider dominiert wurde, doch sehr von der deutschen Mannschaft über weite, weite Strecken dieses Spiels. Der Tabellenführer aus Irland, der sich heute hier mächtig mehr vorgestellt hat, könnte ich mir denken, hat nicht das abrufen können, was die Mannschaft in den Spielen zuvor hat leisten können. Aber das hängt natürlich auch immer mit einer deutschen Mannschaft zusammen, die dann auch sehr gut im Defensivbereich agiert. Und da sind wir schon ein bisschen bei der Einzelkritik, während hier der letzte Ball noch mal Richtung Merle Fromms geht. Viel zu tun hatte die Viererkette dort hinten nicht von Gwynn, als sie noch spielte. Oberdorf, Hegering, Hendrich. Die beiden Innenverteidigerinnen konnten sich oft mit einschalten ins Offensivspiel. Die beiden Außenverteidigungen spielten sehr, sehr offensiv, sehr hochstehend und kurbelten dieses Angriffsspiel über die Flügelposition mit an. Eine überragende Melanie Neupolz im Mittelfeld, die
den Ball schnell verteilte, gute Ideen hatte, einen guten Zugriff im Mittelfeld hatte. Und dann in der Offensive mit Alex Popp oder auch mit Lea Schüller, Svenja Huth, drei wirklich quirlige Offensivspielerinnen, die immer wieder die Positionen tauschten und da für viel Verwirrung in der irischen Viererkette sorgten. Wenn die deutsche Mannschaft nach dieser erfolgreichen Qualifikation, und so sieht es ja im Moment aus, das Spiel am Dienstag in Montenegro, das Hinspiel endete 10:0 für die deutsche Mannschaft. Also die deutsche Mannschaft wird den Weg Richtung England machen.